Es geht weiter mit den Shorts. Let's go. Drei YouTuber, die sich zuerst nicht gezeigt hatten, aber es dann doch gemacht haben. Platz Nummer 3 ist Maxify, der sich zuerst jahrelang nicht gezeigt hat. Krass, wenn man überlegt, dass Maxi sich super lange nicht gezeigt hat. Das ist gar nicht mehr in meinem Kopf drin gewesen. Aber es dann 2020 doch gemacht hatte. Ja. Es war nämlich insgeheim die ganze Zeit ungespielt. Habt ihr wirklich gedacht, Maxify existiert? Platz Nummer 2 ist German Let's Play. Nicht. Bitte hört einfach auf zu denken, dass das Manuel wäre. Das ist ein April-Scherz-Video, ich krieg die Krise, Alter. Der wirkliche Platz Nummer 2 ist Let's Hugo und da war beim Video einfach wieder ungespielt dabei. Ist das irgendwie eine ungeschriebene Regel oder was? Er hat sich auf jeden Fall nur deshalb gezeigt gehabt, weil er sich selbst geleakt hatte in einem Silvester-Video. Sehr belastend. Und Platz Nummer 1 ist Ruffy. Ein äußerst gut aussehender Mann. Ganz klar. Okay, Ruffy kenne ich nicht. Was macht der für Kram? Fährt er zur See? Wegen Monkey? Okay. Warte mal, was? Ach, der macht jetzt da Bugs Bunny hin mit der Karotte. Ich habe schon gedacht, Junge, warum packt der eine Karotte in seine Wand? Das sieht schon cool aus, aber dafür würde ich kein Loch in meine Wand schlagen. Bilder, bei denen man zweimal hinschauen muss, bis man sie versteht. Warum hat das Baby so große Hände? Erst sieht man nur Punkte, aber wenn es weiter weggeht, ist es plötzlich... Muss ich mich Sorgen um mich machen oder seht ihr da auch ein Gesicht? Der Mann hat einfach die längsten Arme, die es gibt. Wie viele schwarze Punkte seht ihr da? Richtig, 3. 12. Ah, nee, 6. Wohin gehen die da bitte? Der Typ liegt da eigentlich nur und er hat die richtige Farbe getroffen. Der Typ ist echt stark. Und das ist ein Zebra mit zwei Köpfen. Okay, also er hat eine starke Freundin. Ich dachte erst, es wäre eine Eule da drin. In echt wird einfach die Frau in der Mitte getragen, nicht die rechts. Das ist doch editiert, oder? Warum sind die Dinger so süß? Ich hab gar nichts verstanden. Das war zu schnell für mich. Dieses Loch ist etwa 9-mal so groß wie du und du solltest auf gar keinen Fall dort hineingehen. Warum? 1931 erbauten fleißige Männer ein gigantisches Konstrukt. Die größte Staumauer der damaligen Zeit, der Hoover-Damm. Benannt nach dem damaligen US-Präsidenten Herbert Edgar Hoover. Hä, wieso baut man so? Energie produziert. Er ist unglaubliche 221 Meter hoch und staut dahinter den größten künstlichen See der USA. Den 170 Kilometer langen Lake Mead. Im Hoover-Damm selbst stehen 17 Turbinen, die durch Wasserkraft eine Energiemenge von 4 Terawattstunden im Jahr produzieren. Ein klassisches Atomkraftwerk bringt es ungefähr auf 10 und eine weitere Besonderheit haben wir in der Staumauer. Um Pegelschwankungen auszugleichen, installierte man kein klassisches Ablasssystem, sondern zwei gigantische Tunnel, die überschüssiges Wasser automatisch abführen und so... Kann ich da reinrutschen? ...den Staudamm bei Hochwasser entlasten. Die Durchflussmenge der 182 Meter langen Tunnel ist jeweils doppelt so hoch wie die der Niagara-Fälle. Durch den kontinuierlich sinkenden Pegelstand sind die Tunnel jedoch bereits seit Jahrzehnten ungenutzt. Ah, krass. Ja, aber wo führt denn der Tunnel hin? Hi, Max. Hier ist Moritz. Omi macht Prank-Anruf bei iCryMax. Das war Moritz, war Spaß. Ich bin die Helga. Ja, jetzt kannst du dich doch erinnern, oder? Nee. Ach nee. Geld oder es scheppert. Und nicht zu knapp. Hallo. Es scheppert dann, okay? Ja, hallo. Ja, dann komm eins gegen eins. Sie können Ihren Enkel auch mitbringen. Mit dem schepper ich mich auch. Du hast jetzt Geldverbot. Wallah. Kölnverbot. Aber das wird dann halt schon wohl, die, ne? Grenzen sind zu. Aus Feierabend. Ich lass mich nicht verarschen hier. Okay. Ich find's cool, wie ruhig er bleibt. Ich wüsste gar nicht, was ich sagen würde, wenn plötzlich irgendwie so die Oma von jemandem bei mir anruft. Helga, wir können das doch auch anders regeln. Bitte mach nicht Köln zu. Okay, ich zahle, aber bitte mach nicht Köln zu. Ja, so ungefähr 1000 Euro bin ich zufrieden. 1000, okay. Das geht ja noch. Und dafür wird Köln nicht zugemacht. Dann nicht. Später. Hallo? Jo. Was geht? Gleich Shepherds. Hä, wie machst du das? Shepherds so gleich. Hä? Warum Shepherd? Halt dein Maul. Junge, ich hasse solche Pranks. Also, wenn jemand das bei mir machen würde, Junge, direkt Nummer gelöscht. Minecraft PvP wird sich für immer verändern. Warum? Wenn du ein PvP-Profi bist, weißt du, dass Crystal PvP die beste PvP-Art überhaupt ist. Crystal PvP? Und du kannst selbst Leuchte und Full Netherite mit nur einem einzigen Crystal töten. Zudem kann man auch nicht gegen den Schaden machen, außer Totems ganz oft nutzen und hoffen, dass man nicht stirbt. Jedoch in dem 1.20 Update sollen Schilder Explosionen blocken, was bedeutet, dass TNT, Crystals und besonders Anchors nicht mehr so stark sind wie zuvor. Und zudem macht eine Axt, welche eigentlich lange Zeit die beste Waffe war, auch kaum
noch Schaden. Das bedeutet, dass Minecraft entweder alles schlechter macht, um Anfänger das Spiel zu erleichtern, damit sie nicht mehr von Leuten wie mir absolut in 3 Sekunden zerstört werden. Hey, dieses Crystal, das habe ich irgendwie nicht wirklich mitbekommen. Ich bin aber auch nicht mehr so groß im PvP drinne. Aber was ist denn das mit der Axt? Finde ich eigentlich ganz geil. Weil ich fand das irgendwie mal komisch, dass dann irgendwann die Axt ja halt mehr Damage gemacht hat als das Schwert. Weil das Schwert ist doch eigentlich, soll doch die Hauptwaffe sein. Hey, du bist hübsch. Bock auf ein Date? Nein. Du bist überhaupt nicht mein Typ. Und abgesehen davon habe ich einen Freund. Okay, dann nicht. Oh mein Gott, sag nicht, das ist dein Flugzeug. Doch. Boah, ich hätte auch super gern einen Pilotenschein. Das, also für so ein kleines Flugzeug. Kannst du so einfach zack, bisschen rumfliegen. Ah, oh, Was kostet so ein Flugzeug? Ich hab's mir anders überlegt. Du bist voll mein Typ und ich will auf ein Date mit dir. Okay, steig ein. Oh, cool. Nein, nicht du, dein Freund. Ich? Ja, voll gern. Aber... Danke, Bro. Ich wusste, sie ist nur auf Geld aus. Boah, cool. Darf ich mitfliegen? Nein. Ich will auch ein Flugzeug. Diesen Mitschüler kennt jeder. So, dann schiebt man die Tische auseinander. Dann können wir direkt anfangen. Leute, ich werde so verkacken. Ich habe fast gar nichts gelernt. Wie lange hast du denn gelernt? Nur 2 Wochen oder so. Also fast gar nichts. Nur 2 Wochen? Fertig. Jetzt schon. Na, das ging aber schnell. Ja. So, Überraschung, ich habe eure Arbeiten korrigiert. Oh mein Gott, ich habe so verkackt, ich habe safe eine 6. Hey, ja, Mann, Junge, meine Arbeit war auch so schlecht. Und die teile ich euch jetzt mal aus, ne? So, Sebastian, einmal deine Arbeit. Oh, eine 1. Ich dachte, du hast verkackt. Was bist du eigentlich für ein kleiner Hut? Ey, das ist wirklich, wir hatten das Thema jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal bei den Shorts, aber ich habe das so gehasst, wenn Leute, also wirklich bei jeder Arbeit immer so, oh Gott, ich glaube, diesmal war es echt nicht gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das wird eine 5 oder ja, hier 1 oder eine 2. Und ich denke mir so, Alter, das hast du jetzt schon 20 Mal gesagt und du hast trotzdem immer krasse Noten. Hör doch mal auf, dich, also... Hier in der Mitte Deutschlands, in Thüringen, haben wir zwar nicht viel, aber wir sind bekannt für unsere Bäume, für unsere Klöße und für unsere Würste. Stimmt. Thüringer Klöße. Klöße. Gleich einen Finger nicht roh essen, legen wir die natürlich im Bier ein und braten die, als ob es was bringen würde. Wer kommt aus Thüringen? Der kann gerne mal schreiben, Alter. Das ist dieser Woody Türstopper hier. Cash, das brauche ich keinen zu erklären, oder? Okay, das ist übertrieben kreativ. Das ist geil. Cash. Nee, also ich find's cool, um sich das irgendwie irgendwo hinzustellen, aber das würde ich nicht tragen. Nee. Nein, Bro. Echt nicht. Trash. 4er Jordan White Oreo. 100%. Also sind die mittlerweile im Hype? Fühl ich persönlich nicht so. Also dieses Bett würde ich immer noch haben wollen würden. Als Kind absoluter Traum. Vielleicht jetzt auch noch. Too bad. Ja? Ich habe nochmal drüber nachgedacht. Ja. Ich habe mit den Maxwells echt ein bisschen überfliegen. Das habe ich jetzt eingesehen. Deswegen habe ich mir jetzt anstatt einer Katze einen Hund geholt. Oha, voll gut. Endlich mal was Normales. Wie heißt er denn? Er heißt Borsoi. Borsoi? Willst du ihn sehen? Zeig ihn mir. In der Hundehütte. Das ist Borsoi. Das ist aber ein süßer. Ein Windhund. Warum sieht der so aus? Sag sowas nicht. Borsoi, komm raus. Sowas kommt mir nicht ins Haus, Bro. Weg warum? Mit dem. Hey, nein! Oh, nein, warum? Was hast du? Der gehört hier nicht hin. Hey, chill. Redi so, der war doch ein süßer. Nur weil der nicht. Das ist halt extra süß. Wer ist eigentlich hier? Den kenne ich! Das bin ich! Herobrine in Minecraft. Herobrine ist ein Charakter, welcher viele Minecraft-Welten geplagt hatte. Und das schon seit dem Anfang von Minecraft, vor 11 Jahren. Und er hatte zwar nie Spieler direkt angegriffen, dennoch hatte er Dinge mit den Welten angestellt. Manche sagen, er ist Notts toter Bruder. Andere Profis sagen, er ist nur ein Geist. Und manche Dinge, die Herobrine gemacht haben soll, ist schwebende Sandpyramiden bauen und Blätter von allen Bäumen aus Wäldern abbauen. Jemand sagte damals, dass er Herobrine gesehen hätte. Und er hat komische Dinge mit seiner Minecraft-Welt angestellt, jedoch hatte er nur ein einziges Screenshot, um das zu beweisen. Doch die Gerüchte hörten nicht auf und wurden so groß, dass Minecraft persönlich gesagt hatte, dass Herobrine entfernt wurde, um Spielern die Angst zu nehmen. Doch hat Herobrine vielleicht wirklich existiert? Was denkt ihr? Seit ich denken kann, gibt es diesen Herobrine-Mythos. Oh nein, mir ist mein Glas Wasser runtergefallen und das ist das letzte Glas, das ich hatte. Die Menge an Durst, die mich übermannen wird, wenn mir dieses Glas runterfällt, ist in Worte nicht zu beschreiben. Aber es ist zu spät. Er fängt ich kann nichts mehr Fuß machen, um es jetzt noch zu retten. Melvin, nein! Hä?
Mein bester Kumpel Eren kommt, um das Glas zu retten, aber das ist unmöglich. Lass mich überlegen. Eren rennt mit einer Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde. Das Glas fällt mit einer Geschwindigkeit von 2 Metern pro Sekunde. Kann er es schaffen, das Glas noch zu fangen? Kann er die Distanz, die er zu dem Glas hat, überwinden, bevor das Glas die Distanz überwindet, die es zum Boden hat? Nein, das ist unmöglich. Ganz egal, wie die Chancen stehen. Ich werde versuchen, dieses Glas noch zu retten. Ich werde meinen Kumpel Melvin nicht im Stich lassen. Er hat mich in der Schule immer vor den Mobbern beschützt. Jetzt bin ich für ihn da. Ich werde versuchen, dieses Glas noch zu retten. Ganz egal, wie die Chancen stehen. Ich werde es schaffen. So, jetzt noch ein letzter Sprung und dann hab ich es. Nein, das schafft er nicht. Es ist zu knapp. Doch, ich schaff das. Nein, doch. Nein, Fortsetzung folgt. Das ist wirklich, Fortsetzung folgt ist wirklich Anime-Style. Aber was ich sagen muss ist, Big Respect, weil er trägt da einfach nur ein T-Shirt und so eine Jacke drüber. Das Wasser hier runtergefallen. Sein letzte Glas, das ich roter hatte, alter Durst, Ego. Warte mal da. Wenn mir dieses Glas runterfällt, ist in Worte nicht zu beschreiben, aber es ist da, zu spät. Da, und vor allem, es liegt Schnee. Das bedeutet, es muss arschkalt sein. Ich kann nichts sein. Mehr machen, um es jetzt noch zu retten. Da, da hat das, nein, hat das noch zu. Mein bester... Da. Junge, selbst der See ist gefroren. Warum ich diese Serie nicht mehr ernst nehmen kann. Hier mal eine kleine Zusammenstellung. Ich will aber kein Müsli. Paul, wie redest du denn mit mir? Hä, er sagt doch nur, er will kein Müsli. Ich will aber kein Müsli. Paul, wie redest du denn mit mir? Ja, wie redest du denn mit mir? Die Frage war ja, warum will Matteo seine Schwester loswerden, nach Afrika schicken? Das ist ja ein sehr weites Land. Ich dachte, es wäre immer ein Kontinent. Zeig doch der Mama die Hände mal. Komm, zeig doch. Du hast dir doch bestimmt wehgetan. Zeig mal hier. Zeig doch... Dieser Sturz. Hollywood-Reifen. Zeig mal hier. Da, bam. Alter. And the Oscar goes to... Allerdings muss ich auch sagen, wirklich, mit dem Handy, bist du wirklich noch ein bisschen jung. Ja gut, das, bei dem Kind ist es klar, Kinder sind keine Schauspieler. Mir tun auch so ein bisschen die Kinder leid, weil entscheiden die sich aktiv dafür, bei sowas mitzuspielen? Oder sagen die Eltern, sie sollen da mitspielen? Das würde mich interessieren. Okay. So werden Hacker in Videospielen bestraft. In GTA Online gab es mal einen Bug, durch den man unendlich viel Geld bekommen hat. Die Entwickler fanden es aber nicht so lustig und haben von allen, die das ausgenutzt haben, den kompletten Account zurückgesetzt. In dem Spiel Rogues... Ja gut, bei GTA Online kann man ja irgendwie alles machen. Die Modder haben das Game übernommen. Squadron gab es eine Abkürzung, durch die man viel schneller war. Wenn man die genommen hat, sagte der Sprecher, das Rennen muss neu gestartet werden, weil jemand gecheatet hat. Ja, aber wie gesagt, Real Talk, GTA, also ich bin letztens einmal mit Maxify reingegangen und direkt war wieder ein Hacker da. Und du kannst denen nicht entkommen. Auf dem Weg. Der Klügere gibt nach, der Esel bleibt stehen. Das ist ja schön und gut, aber wollen wir mal sehen. Trimax kennt jede Flagge nicht. Feiere dich, Brasilien! Nico rastet aus, bis er was bricht. Unge ist dumm, weil... Stimmt! Inscope hatte sich doch die Hand davon gebrochen. ...weil er immerhin fliegt. Immerhin hat Deutschland gute Musik. Ja, sing wap, bap. Aber Deutschland und Österreich, wisst ihr was? Ja. Frieden. Jetzt kommt was mit der Schweiz. Frieden, Frieden. Das werdet ihr nie kriegen. Okay. Wenn dein kleiner Cousin auf einmal schlau geworden ist. Abi? Hallo, ich bin wieder da. Och nö. Darf ich mit deinem PC was spielen? Nein, sorry, der ist irgendwie kaputt. Der ist nicht kaputt, du hast nur den Bildschirm ausgemacht. Aber WLAN funktioniert nicht. WLAN funktioniert, du hast nur den Stecker rausgemacht. Was? Ich habe keine Spiele. Du hast sie alle in einen geheimen Ordner getan, damit ich sie nicht finde. Also lass mich jetzt spielen, du Anfänger. Junge, was? Ich erlaub dir aber nicht, an meinem PC zu spielen. Was jetzt? Verpiss dich! Wenn dein kleiner... Ja, aber was? Warum ist es denn plötzlich so eskaliert, Mann? Der arme kleine Junge. Die dümmsten Verbrecher des ganzen Jahrhunderts. So ein Typ namens Carlos ist in eine Bar eingebrochen, war aber so talentiert, dass er sich dabei selber in den Fuß geschossen hat. Dann rennt er damit nach Hause, weil er sich verarzten wollte und checkt nicht, dass eine ganze Blutspur ihn einfach bis nach Hause verfolgt. Ja, für die Polizei war der Rest eigentlich ziemlich einfach. Zweitens, eine unglaubliche Legende namens Charles Taylor hat einfach braune Wanderschuhe für $69 geklaut. Als der dann 3 Monate danach angeklagt wurde, ist er halt einfach eiskalt mit diesen Schuhen zum Gerichtsprozess gekommen. Der Richter hat danach sogar gesagt, wie unglaublich dumm der war. Jetzt ist aber Junge. Aber vielleicht hatte er keine anderen Schuhe. Dann macht das, dann ist vielleicht sogar so eine richtig traurige Geschichte. Aber unsere Geschichte ist für den heutigen Tag beendet. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss.